Recht herzlich willkommen zu 184. Folge von Simo Trans, ja, der fährt gerade weg und hier haben wir ein großes Problem. Das müssen wir erstmal umbauen, das hat ja so gar keinen Sinn. Das funktioniert ja immer und immer wieder, dass die hier hängen bleiben. Das heißt, wir müssen da irgendwas anders machen. So, was machen wir anders? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir machen hier einen Cut rein, indem wir dort... Wo sind Gleise? Da. Das Gleis nehmen wir mal raus. Gut. Dann nehmen wir neues Gleis. Und dahin. Und dann gibt es da eine Brücke. Die stelle ich dahin, wenn es denn geht. Geht nicht. Findet keinen Weg mehr, ist klar. Dann nehmen wir die 160er. So geht's. So. Dann brauchen wir normales Gleis wieder. Das von dort kommt. Passt. Und das gleiche kommt von hier. Das muss ich nur verbinden und das dahin. So. Dann hätte ich gern ein Signal. Hier. Und zwar so rum. Dann fährt der auch weiter, oder wie sehe ich das? Jetzt fährt der hoffentlich da lang. Macht er nicht. Weil er möchte da lang. Wow. Fährt durch, oder was? Ne, jetzt dreht er. Okay. Kennt sich da aus. Jetzt brauchen wir ein Ausgleisausbausignal für hier noch. Das passt dann. Und wir brauchen noch ein Signal hier. Passt dann. Und er hat jetzt Vorrang, oder was? Okay. Aber ich glaube, jetzt haben wir das Problem hier vielleicht gelöst, oder? Der fährt bis dahin. Fährt dann durch, der fährt da rein. Ich glaube, das sieht gut aus. Die Frage. Ja, der kann ja dann da noch lang fahren. Okay, das würde auch gehen, wenn. Der fährt jetzt hier zurück, oder was? Ne, der fährt noch da. Okay, dann passt es ja auch. Dachte gerade, wo will der da jetzt lang? Aber das ist dann okay so, ne? Ich glaube, jetzt haben wir das Ding entschärft, oder? Hier ist Ausfahrt, da ist Ausfahrt. Hier ist Einfahrt. Einfahrt blockiert nicht mehr das Gleis. Sollte funktionieren. Gut, dann haben wir das. Ja, wo müssen wir hin? Wir müssen dann zu den Vier-Städte-Geschichte hin. Da waren wir ja am Arbeiten dran. Ich glaube, hier hatten wir zuletzt den geguckt. Der war mit 15 Personen wieder weggefahren. Jetzt habe ich hier die falsche Tastenkombination. So, er hier ist das mit den 15 Personen. Hat jetzt 16. Und fährt eifrig ins Minus, ne? So wie wir sehen, oder? Ja, dem ist halt so. So, der andere war jetzt losgefahren. Der fährt jetzt hier vorbei und fährt da rein, ne? Und der hat aber 104 Leute dabei. Hier stehen ja reichlich. Achso, das ist der, der wegfährt. Quatsch also. Den daneben wollte ich haben. Der kommt auch mit 104 an.
und fährt zurück mit auch 104. Ja, das wird dann passend sein. Wo ist der große Zug? Nicht gerade hier. Ja. Haben wir den denn hier, den schon abgekoppelt, dass der hier kurz fährt? 104, beladen. Fährt Regionalbahn, ist das Waldeck-Floto. Also der fährt immer hin und her, das passt dann soweit. So. Und hier haben wir den jetzt unterwegs. Der mit 104 fährt. Und da kommt der große. Der mit 384 fährt. Okay. Der hat ja mehrere Halter. Also. Er fährt jetzt. Das ist die Stadtbahn Sondershausen. Die fährt immer schön plus einer. Sieht auf jeden Fall so aus. Das ist der Regionalbahn Waldeck-Floto. Da brauchen wir nicht drüber reden. Der fährt immer mit 104 hin und her wohl. Das ist der Bahnhof. Das ist jetzt der Zurückfahren. Die beide. Okay. Sind beide voll. Er muss jetzt auf ihn warten, weil der da nicht schnell genug fährt, ne? Das ist schlecht. Ja, jetzt holt er ein bisschen auf, weil da zig Signale sind. Ja, er kann noch einen weiterfahren, aber das wollen wir noch umbauen, hatten wir gesagt, ne? Weil das ganz schlecht ist. Dann machen wir das doch mal gerade. Ne, das war falsch. Da wollen wir hin. Das brauchen wir hier. Genau, und da brauchen wir eine Rampe, die so ist. Jetzt passt's. Und dann können wir das Gleis da durchziehen. Und da gibt es dann auch noch ein Signal. Und da gibt es auch noch eins. So passt's. Das kann weg. Er ist jetzt da, weil der andere gerade rausgefahren ist und er fährt ja weiter durch, ne? Er hat 384 gelassen. Der fährt uns das richtige Geld hier ein. Der fährt aber auch gut Geld ein. Er fährt die Miesen. Und er fährt die 108 immer in die eine Richtung, ne? Ja, passt aber egal. Gut, ich glaube, wenn wir den hier, der ist ja unser Hauptgeldeinnehmer, der kommt dann noch als nächstes dazu, dann passt das schon insgesamt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die Passagiere an den Bahnhöfen noch passend sind. So. Fangen wir mal an. Gucken wir beim Kindergarten erstmal da hinten, was da so los ist. Lauter Mittelgebirgsrathaus. Das heißt, da muss ein Bus fahren. Ist also kein Bahnproblem. Sonnengasse ist hier mit 36 und da kommt da gerade angefahren. Der 101 hat. Und der nimmt dann die 36 mit, oder? 103 sind es jetzt gerade geworden, weil der Bus gekommen ist. Die sind aber alle weg. Passt. Gut. Reicht gerade so der. Dann den zweiten Bahnhof hier. Der da. $760.
Lauter Kindergarten sind hier 5. Über Sonderhausen sind auch nochmal 5. Ah, hier unten sind noch, hier oben sind noch 191. Okay, das ist eine etwas größere Nummer. Da muss man mal gucken, wie das klappt. Der holt ja jetzt wieder 104 weg. Da kommt er gerade, ne? Ja. Geht vielleicht auch noch, sag ich mal. So, die andere Richtung wäre jetzt nach Sonderhausen. Rosenweg. Sind ja 59, ne? Die sind doch bei ihm hier drin, dann, ne? 18. Oder? So, das ist 1075 über Rosenweg. Ach, hier Straße ist das, okay. Okay, Sonderhausen, hier Straße, Rosengasse ist dann der da unten oben, ne? Genau, der, wo der Umsteigbahnhof ist, das ist der hier. Ja, das sind reichlich, aber da ist eine kurze Strecke und dann haben wir die S-Bahn, die da fährt. Das ist ja dieser hier, ne? Wenn wir den gerade anklicken würden, ne? Ah, der hat immer die 104 zu tun. So und zurück. Über Lauter, über Sonderhausen. Ja, zurück hat er nur noch 19. Okay, das ist aber egal. Das reicht. Gut, dann ist der erledigt. So, und jetzt haben wir den Bahnhof, ist dieser, ne? Ja. Wie viel geht denn in die andere Richtung nach Flotho? 2945, aber da haben wir eigentlich auch den 384er und den Wimmelbahn, der da gerade fährt. Ja. Jetzt ist die Frage, mit wie viel kommt der da an, ob er noch Platz hat, ne? Oder ob er von hinten schon voll kommt. Das ist die Frage. So, dann nochmal da oben in den Bahnhof rein. Über Lauter Sonnenwendgasse, wow. Das ist der große, der da 384 schleppen soll. Das ist über den Hafen, auch zu viele. Rosenweg geht. Flotho ist intern, Lauter ist 11 Stück ganz weit weg. Sonderhausen 115, ja, da oben sind dann die nächsten, also da müssen wir nochmal überlegen, ne? Das ist natürlich Sonnenwendgasse, in die andere Richtung sind's 470. Sich der Fernzug hier lohnt. Schwierig, ne? Er fährt auf jeden Fall schön minus hier. Ja. Also das ist jetzt hier die Reihenfolge sozusagen. Haben wir Waldeck auch offen? Ne, ich glaube nicht, ne? Ne. Das hatten wir schon zugemacht. Das ist die Reihe. Dann müssten wir den Hirschweg haben wir gar nicht. Doch, da oben ist er. So ist es. Nochmal höher. Und dann kommt der da noch drüber und dann kommt der. Das ist die Reihenfolge in dem Sinne. Lauter Mittelgebirgsrad, das ist intern. Das ist mit Zug, 74 klappt wohl. Sonnenwendgasse nach
Kindergarten. 194, das ist auch schon einer zu viel sozusagen. Geht aber noch, baut sich nicht auf. So, von hier zum Hirschweg. Rosenweg sind es 53 und 5. Das ist gar nicht der Rede wert hier zum Rosenweg, ne? Warte, ist er schon, ist schon wieder unterwegs noch. Floto. Kommt jetzt aber hier beim Ding ins Rosenweg an und da ist er schon voll. Aber kann da was umsatteln, aber nicht viel. Gefällt mir jetzt nicht wirklich, ne? Ja, den mach mal zu hier, der Sonderhausen Lauter. Rosenweg nach Lauter 452. Das nimmt er mit. Aber das nimmt er nicht mit, weil er wahrscheinlich da schon voll ankommt, ne? Er fährt ja jetzt nach Lauter. Ne, nach Floto ist er schon unterwegs. Ja, die hat er schon alle wahrscheinlich reingenommen. So gut wie, ne? Der muss da 4000 runterbringen. Plus die 519. Sonnenwendgasse und zurück sind es 411. Das wären da nicht mehr, ne? Also die eine Richtung ist die schwierige. Ja. Ich weiß nicht, wie wir es machen, wie es am besten ist, weil es ist halt eine Einbahnstraßengeschichte, ne? Die wollen jetzt vor allem von Floto da runter. Hoch ist schon weniger wieder nach Floto. Und er ist ja auch immer blockiert durch den da, ne? Wie machen wir es am besten? Gute Frage, nächste Frage. Also am schlimmsten ist es, glaube ich, hier auf dem Stück, dass er hier am meisten blockiert wird, glaube ich. Sollte man da eine Überholmöglichkeit geben? Da fahren nur zwei Züge, oder? Einmal er und einmal der andere. Würde ich jetzt mal sagen, ne, oder? Das ist wieder super gelaufen gerade. Das bedeutet doch eigentlich... Der ist alleine, genau. Und der andere ist auch alleine. Das bedeutet, wir brauchen hier gar nichts machen. Wir sagen ganz einfach hier, oben der eine, unten der andere. Ich wollte gerade sagen, was macht er denn? Der fährt jetzt durch oder was? Aber macht er gar nicht, der muss drehen. Das bedeutet doch, dass wir hier einfach die Signale wegnehmen. Ja, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ziehen wir mal durch, oder? Und dann kriegt der eine das eine Gleis und der andere kriegt das andere Gleis, oder? Oh, da hat es jetzt das Gleis erwischt. Das haben wir geflickt. So. Kann auch weg. Und Emir, ich weiß gar nicht, warum er die Ehrenrunde da immer dreht. Der braucht doch auch gar nichts da, oder? Das müssen wir auch anders gestalten hier. So, oder? Fährt er dann da rein, ohne da rumzufahren? Ich weiß es nicht. So, jetzt kommt er da lang. Jetzt kommt er da natürlich. Gut, das hat geklappt. Das bedeutet, die sind beide auf den verschiedenen Gleisen unterwegs. Wichtig ist nur, dass der eine da reinfährt und der andere da reinfährt, ne? Müssen wir mal gerade gucken, wie die Belegung ist von den beiden. Linie ändern, das ist richtig. Und das ist falsch. Er kommt da dann nicht. Ja, doch, er kommt da schon hin, aber so ist besser. Und den Punkt löschen wir dann raus. Läuft so, oder? So, das haben wir. Und dann ist er gut am Fahren. Und er wartet jetzt auf einen freien Weg. Er hat die 4-Städte-Tour. Und er hat das richtige Gleis. Das bedeutet, das kann zu. Das kann zu. Hier muss aber noch ein Signal hin. Und zwar ein ganz stinknormales. Damit er da durchfahren kann. Und hier oben ist das auch so. Und das machen wir da auch. Dann, wenn der Gegenzug da sein sollte, dass man da reinfährt. Also bis dahin vorfährt und nicht wartet. So, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das jetzt richtig funktionieren, oder? Wo ist die Blechbüchse? Das Schweinetaxi. Wo fährt denn der jetzt lang? Ja. Dann hat er doch noch einen anderen Halt, oder was? Der muss noch offen sein. Das ist der. Der hat doch den richtigen Halt. Gut, dann weiß ich es auch nicht. Lassen wir so. Vielleicht war es auch noch eine Einmalgeschichte. Und hoffen, dass es dann klappt. So, das haben wir. Er fährt auf jeden Fall durch. Der andere fährt auch durch.
Die blockieren sich auf jeden Fall nicht mehr. Das klappt jetzt. Er fährt da lang, okay. Jetzt ist hier natürlich noch das gleiche in grün mit dem. Ja, hier sind ein paar Ausweichen. Da müssen wir auch nochmal überlegen, ob wir den da nicht schneller durchfahren lassen, indem wir das gleiche hier auch machen. Die pendeln ja auch nur von einem zum anderen, ne? Und er kann durchfahren. Ja, denke ich mal, da kümmern wir uns aber in der nächsten Folge drum. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Macht ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Gebt einen Daumen hoch, falls euch die Folge gefallen hat. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich ein Video hochlade. Und ja, sonst hätten wir noch Kommentare. Könnt ihr ja mal zuschreiben, ob das jetzt alles so richtig ist, was ich hier gerade mache oder ob ich irgendwas übersehen habe. Alles klar, bis dann. Tschüss.